Bitch! Hallo meine lieben Freunde und willkommen zurück zu Ruby Season 2 mit Team Juniper. Wir sind jetzt bei Unter der Oberfläche, dementsprechend gehen wir mal rein. Und unter der Oberfläche, unser Niveau ist so tief gesunken, dass es uns mitgerissen hat, wir sind jetzt einfach schon unter der Oberfläche. Ja, ist halt so, ne? Dann müssen wir ja gleich den Hase finden. Warte mal, stell dir mal vor, es liegt da unten einfach so ein Hase. Ey, was mir gerade einfällt, meint ihr, der Glitch funktioniert noch? Wo nur du reinkommst? Ja, hinter dem Tor. Das war nur mit Ruby. Ja, du hattest Ruby. Ja, eben, aber. Ja, aber vielleicht funktioniert das ja diesmal auch wieder mit einem der Charaktere. Ja, wer weiß das? Das müsste man mal gucken. Artefakt entdeckt. Weißt du, ich verstehe, ich schreibe der Artefakt entdeckt hin. Du hast es eingesammelt, es ist entdeckt. Nicht eingesammelt, nein, entdeckt. Haha! Was war das denn jetzt für ein Geräusch? Haha! Aka! Jo. Gut, dass das gesagt wurde. Hm? Es gehört in ein Museum. Einfach nur, dieses Achievement habe ich gleich vorhin auch schon 10 Mal gehabt, circa. Echt? Es wurde jetzt. Aber wir haben schon Gegner. Ach, Judah und Zell. Nein. Die Achievements wurden ja zurückgesetzt. Sind ja alle wieder weg. Alle. Ja, alle. Aber nur, gefühlt 10 Mal schon gehabt, weil wir wurden sie immer zurückgesetzt. Nach jedem Abzug werde ich jetzt irgendwie zurückgesetzt, Alter. I got it! Aufräumen hier. Ich weiß, wo meine ganze Erfahrung herkommt. Das sind die Ultis. Ja gut, das die könnte Ultis auch sein. Die Ultis bringen ja arsch viele EP, ne? Alter, du hast schon 2 Balken, ne? Wahrscheinlich, Cyber. Ich hab 3-mal Ultis. 3 schon mindestens, okay. Was? Du hast jetzt schon. Alter. Ich kann 3 Ultis machen, Alter, hintereinander. Wenn ich die voll habe, alle 3. Ja, aber das ist dann natürlich. Boom, Baby! Du sollst irgendwie nochmal eine Mega-Ulti machen können, wenn du irgendwie 4 oder so hast, keine Ahnung. Ja, es gibt dazu mal so 3, aber. Ja, das ist Stille, ne, würde ich sagen. Boah. Boom! Vielleicht ist ein Grimm da hinten steht und der Motto, ja, ich mach euch dann, wenn die halt tot sind, ne? so nach dem Motto, ich bin gar nicht da. Das ist ja auch der Hase, der Morph-Mod ist. Ja, vor allen Dingen der Hase, ne? Oh Mann, es kommen jetzt so scheiß solche Grimms da, ja. Ey, guck mal, Teddybär! Oh. Noch ein Teddybär! Also hat die Ulti gewandert? Ich hab grad geultet, ja. Wo hast du gekillt, Ulti oder die? Nanu? Ich kenn nur Nana. Nana? Was? Nanu Nana ist bei uns hier drüben gibt's im Geschäft, das heißt übrigens. Ja, das ist, kennt man, das ist neue so. Neue Grimms, Alter, neue Grimms. Die sind neu. Ich bin neu ausgestattet. Stimmt. Neue Grimms? Ja, nee, die gibt's schon. Die gab's schon länger. Ja, die sind neu gedesignt worden. Die waren keine Dinosaurier. Das sind vorhin auch diese, die sich vergraben gewesen. So, da ist die Tür. Gucken, ob das der Klinge funktioniert, ne? Nope. Ich glaube, das ist so ein Glitch, der wahrscheinlich nur mit Ruben funktioniert. Welche Charakter? Wenn er überhaupt noch funktioniert. Nein, kann nicht kannst wechseln, du nicht. Ne? Übrigens, meine Minen bleiben jetzt da liegen. Okay. Warte mal, ich guck mal kurz, was ich noch machen kann. Ich hab gleich mal Level fucking 9. Es könnte nach der 8 kommen, ja. Ja, aber ich hab's gleich, das ist ja schön. Ich hab den Typen noch weg hier und dann habe ich schon den Typen. Ich meine, bitte mal leider, Mann. Dankeschön. Hattibärs! Ja. Dooms! Bei dir muss ich mir ja keine Sorgen machen, weil man dich wieder belebt. Level up! Level up! Level up this shit! Looten und leveln. Das muss drin sein in dem Spiel. Ah, Game 1. Schöne Zeiten. Ach ja, was sagt ihr eigentlich zu Game 2 mittlerweile? Mit was?
Ja, sie sind ja jetzt wieder da. Sie sind für mich da, nennt sich entweder Hitler oder Rocket Beans. Nein, die Rocket Beans sind mit Game 1 wieder da. Nur heißt es diesmal nicht Game 1, sondern Game 2. Also wenn das wirklich der Fall wäre, würde ich es lächerlich finden. Nein, weil der Name Game 1 ja bei Giga blieb. Ja, aber ganz ehrlich, dann sollen sie es nicht Game 2 nennen. Also bitte, das ist doch... Nee. Also, aber das ist ja genau die Kreativität, die ich von Budi Simon und den ganzen Seiten erwartet habe, ne? Wird alles finanziert von den öffentlichen Rechtlichen. Also sprich, finde ich ja prinzipiell. ARD und ZDF. Finde ich ja prinzipiell nicht so schlimm, wenn die das finanzieren, aber ich glaube, in dem Genre kennst du sich halt nicht aus. Gut. Das wird von denen ja nur finanziert. Ja, aber die hat, das heißt trotzdem, dass die da. Die Nerdscope wird auch von ZDF finanziert, ne? Also. Richtig, vom SWR. Mhm. Der sitzt hier knapp 1 Kilometer neben mir. Der ZDF auch. Weißt du, was denn von Anfang ist, Nana? Komm her. Nana? Was denn? Komm her. Ich bin, siehst du mich hier hinten? Hinter dir. Da was blinkt, hallo, da was hüpft. Boah, da hat jemand euch eingeladen. Ich wollte Nana nicht euch spaßen. Ich mach doch mal weiter, ne? Wenn wir nach hinten laufen, dann kommen wir nicht hin. Voll den Arsch, ne? Ja, genau, lock noch mehr Gegner an, damit sie dich gleich umbringen können, da hinten in der Ecke. Wenn ich wenigstens um halt die Ecke bringen. Dann können die wenigstens um die Ecke bringen. Ernsthaft? Oh, dein ja. Ernst, Cyber. Oh ja. Wenn man mal schlechte Witze machen darf, dann nehme ich das auf. Achso, damit begründest du das. Ja, aber du heißt nicht Kevin. Ja, aber ich habe einen Freund, der heißt Kevin. Und ich habe dich, du heißt auch Kevin. Ja, aber geht denn die Kevin die Gie nicht auf dich über? Naja doch. Wenn ich mit dir spiele, geht das schon. Kristalle mitnehmen, ne? Bomb has been planted. Bomb has been defused. Wait for the fucking crystals. Alter, wie lange dauert? Oh, wow, wir haben eine Anzeige von der Bombe. Jetzt bauen wir halt. Wir haben ein Artefakt. Und was ist es? Ein Turm. Queen of the Castle. Queen of the Castle. Wann war Ende? Bist du in der Bombe, Wanda? Ja. Wanda, was machst du in der Bombe? Naja, ich wollte die explosive Stimmung ein bisschen. Ah. Wann war es mal wieder bombastisch? Alter. Ah. Mr. Bombastic. Mein Bauhaus. La la la. Nein, wir machen das nicht weiter. Das ist aber zwei Idioten, ein Gedanke. Ich geh mal Staub holen, ne? Ja, mach doch mal. Ja, dann geh mal ein bisschen Dust, oh. Dust 1 oder 2? Dust 3. Übrigens, Dust 3 ist in Arbeit, ne? Es wird aber wahrscheinlich nie kommen, weil es wird nie an, vor allem an 2 rankommen. Ja, ich seh schon. Don't do that, bitch. You don't really wanna fuck with me. Oh, ich muss weg, ich will nicht nochmal sterben. Und das tun wir wieder. Was? Ich würde das tun. Achso, ja. Machen wir. Komm mit. Weil erstens farm ich da einfach mal eiskalt XP, ohne dass ich das mitkriege. Also ganz schön immer so. Mhm. Das ist ziemlich nötig, finde ich, mit den XP. Das ist ja. Ich brauch die, Alter. Du hast kaum welche, deswegen, das ist, ja, das verstehe ich. Ich will Überskill haben, Alter. Weißt du, beschwert sich dann, dass ich in Borderlands so ein paar Billigwaffen wegnehme? Billigwaffen? Jede Waffe ist gut in Borderlands, du musst nur spielen können. Nein, ich glaube, wenn du eine 50-Schaden-Waffe hast und dann gegen so einen Level 50-Charakter, ist nicht mehr so geil. Doch. War das nicht so, dass in The Pre-Sequel die Waffen mitskalieren? Nein. Nicht jeder. Ein paar gibt es mit Problemen. Gibt's ein paar. Leute, wir müssen weiter nach vorne. Also es wird auf jeden Fall das ganze Konzept von Borderlands auch ein bisschen. Ich bin da. Nein, aber wir sind uns verfolgt. So. Ach, sag jetzt bloß. Ja, wollte ich gesagt haben. Beowulf Party! Teddy Ursa! Oder eher ein Ursaring?
Ja, nicht so wie Ursa Minor. Solange es kein Ding ist, kein, wie heißt der Eismann mit dem Hardcore-Gehänge? Tiberio. Genau. Kann ich mal holen? Okay. Ja, ich stand gerade da. Die Ulti bringt jetzt gerade gar nichts. Also, sie bringt schon immer was, aber manchmal bringt sie weniger. Das sind wir letztes Mal gescheitert, übrigens. Wo dran? Ja, das könnte auch ziemlich knapp werden. Nee, es geht, alles geht locker nicht. Das können wir locker hin, Mann. Das ist doch gleich hinter der Tür, ist es doch gleich. Ja. Das würde ich nämlich auch sagen. Also meine Ulti ist halt ein Hardcore-Au, ich ficke, ne? Digga, wen willst du hier ficken? Wenn nicht der ApoRed-Ficker, der AOE-Ficker. Hat es mitgekriegt, dass ApoRed jetzt eine Klage von Ikea anhält? Ja, das musst du ja nur den Videotitel gelesen haben, nicht gesehen haben. 24 Stunden eingesperrt, weißt du? Das ist einfach so ein ätzender Trend. Das ist sowieso so Bullshit, weil das stimmt bei ihm sowieso 100 pro nicht. Das ist einfach 100% entweder nur ein paar Stunden drin gewesen oder halt abgesprochen. Achso, ich komm mal mit. Ne? Wie so geil, wie der Typ immer redet, als würde gerade einen abkacken oder einfach gerade kommen. Oh, ich hab mich nicht an! Oh! Also, ich glaube, letzteres ist für mich realistischer. Der kommt gerade. Ich komm gleich. Ach, obwohl, 1,40, meinst du? Aua. Weißt du, ich frage mich ja, ne? Ja. Wie gut die Idee, dass wir eine Bombe einfach da runterwerfen. Keine Ahnung. Boah. Ich werde auch gleich auf einmal wieder da oben stehen. Vor allem, wir waren gerade da unten, warum waren wir hier oben? Ich war das nicht! Ich war's auch nicht. The roof is on fire. Den Witz habe ich gemacht bei Lucius, als das erste Mal Satan aufgetaucht ist. Weil alles brennt. Ich find's voll geil, wenn auf da hinten muss einfach ein riesengroßer Brot als Viereck sein. Aber ich glaube, das war's für heute. Okay, mein Kopf ist leer. Würde mal sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.